Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast «Politik und Wirtschaft im Dialog». Spezialausgabe für unseren Podcast. Und zwar sind wir im Kanton Uri. Da sind gleich schon Regierungsratswahlen. Wir haben darum Freude, wir eigentlich mit fast allen Kandidatinnen und Kandidaten dürfen zu reden. Jetzt mit dem Daniel Furrer, er ist von der CVP Die Mitte. Daniel, danke vielmals, dass du dir Zeit nimmst und willkommen. Ja, herzlichen Dank. Ich bin auch gerne gekommen. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Wunderbar. Ja, was machen wir? Mein Name ist Adrian Derungs, bin auch für die IAZ Direktor und auch hier noch neben mir steht der Yves Spüler. Er ist unser Leiter Wirtschaftspolitik und Ökonomie. Sag doch noch eins ganz kurz auch für Daniel Furrer, was machen wir in der nächsten Viertelstunde? Wir reden hauptsächlich und zwar über wirtschaftspolitische Themen. Vor dir liegen auch vier, wo du nach Reisefonds darfst auslesen. Genau. Und noch kurz zum Daniel Furrer. Daniel Furrer ist seit 2020 als Regierungsrat im Kanton Uri tätig, im Justizdepartement. Vorher war er schon 12 Jahre im Landrat, also sehr ein sehr erfahrener Politiker mit Legislativerfahrung, jetzt eigentlich parat und seit in der letzten Legislatur eben auch in der Exekutive. Er ist Meisterlandwirt und betreibt mit seiner Frau und 3 Kindern einen Stufenbetrieb in Erstfeld. Da hänge ich vielleicht jetzt gleich gerade zuerst schon ein. Regierungsrat und ein Stufenbetrieb. Also die erste Frage, die ich habe, musst du vielleicht noch mehr helfen, was ist genau ein Stufenbetrieb? Hast du doch vorher erklärt, ne? Ja, ich habe gedacht, ist das wirklich auch mit, halt, ihr geht rauf im Sommer und kommt runter? Das ist eben ähnlich so zu beschreiben. Ja. Allerdings mit der Wahl in Regierungsrat habe ich natürlich gewusst, dass das System nicht mehr funktionieren tut. Ich habe mich auch dem Job widmen, und zwar voll und ganz. Ja. Ich bin mir auch bewusst gewesen, dass es eine Anpassung braucht. Ja. Mittlerweile ist das kein Stufenbetrieb mehr. Wir haben zum Teil Land verpachtet, wir haben den Betrieb umstrukturiert. Ja. Dahingehend, dass hauptsächlich jetzt meine Freunde Bauern und ich bin ein bisschen Gehilfe am Wochenende. Okay. Aber nicht mit dem Stufenbetrieb. Das heisst ja, dass man also 4-mal zügelt eigentlich pro Jahr, oder? Oder 2-mal? Ja, 2-mal. Ja, genau. Also genau, es gibt, ja. Im Wesentlichen ein Talbetrieb haben wir gehabt, den Bergbetrieb. Und der ist miteinander bewirtschaftet worden, mit sämtlichen Begleiterscheinungen, mit Zyklen, mit Tieren und so weiter und so fort. Und mit Seilbändchen, weil dort bist du, glaube ich, auch dabei, gell? Ja, genau. Ich bin noch Präsident von einer Seilbahngenossenschaft. Braucht es auch noch selbstverständlich auch für 12 Dürnerinnen und Dürner, die nicht nur zu Fuss gehen. Ja. Wunderbar. Also kann ich selber sagen, auch aus Erfahrung, die sind also grandios. Wir haben mit der Familie auch schon ein paar spannende Bändchen gemacht und das ist echt ein tolles Angebot. Ich hoffe, dass ihr das natürlich auch aufrechterhalten könnt. Ist wahrscheinlich von der Konzession her auch nicht ganz einfach. Ja, das ist so. Die Anforderungen steigen jedes Jahr sehr und das geht nur mit Zusammenheben, freiwilligen Arbeit. Wir haben eine gute, aber kleine Truppe beieinander. Aber miteinander funktioniert es ja. Und wir sind bestrebt, dass wir die Bahn können erhalten können. Auch im Wissen darum, dass es eine touristische Bedeutung hat. Und für die Naherholung dient auch für die Bevölkerung. Darf ich da noch schnell ich finde das noch spannend. Also wir sagen ja halt oft, eben, ich meine, die meisten Gesetze, fast alle Gesetze sind ja wirklich gut gemeint. Manchmal ist es zum Teil schwierig zum Umsetzen. Wir haben zum Beispiel auch eben ein Thema, das schwierig zum darüber reden ist. Oder Behindertengerechtigkeit, das wollen wir auch, dass sich Personen mit Einschränkungen können frei bewegen können. Aber zum Teil ist das bei der Seilbahn ein Problem, wie man eine Revision rausschieben muss, weil die müssen behindertengerecht sein. Haben das Problem auch schon gehabt? Dass wir Ich habe von dem schon gehört, bei grösseren Bahnen. Wir sind eine Kleinbahn, die gibt es aus den 50er Jahren bereits schon. Das ist natürlich weit nicht behindertengerecht in dem Sinn. Und haben allerdings bis jetzt noch keinen Druck gehabt, dass wir die müssen anpassen. Und das kann ich im Voraus sagen, dass wenn nicht anpassbar, dass das irgendwie noch finanzierbar wäre oder so. Weiß man nicht, ob das da etwas kommt oder hat man es gar noch nicht gehört? In dieser Dimension habe ich bis jetzt noch nicht gehört, dass es in die Richtung müsste gehen. Aber wie gesagt, das geht nur mit freiwilligen Arbeit und Finanzierung. Wir haben das die Bahn gerade saniert für etwa 120'000 Franken. Und das ist ein grosser Betrag. Das setzt man nicht um nur mit dem Umsatz, das ist klar. Ja. Darf ich gleich noch zurückkommen auf den Wechsel? Du bist vorhin in der Legislative gewesen, im Landrat. Vorhin hatten wir den Betrieb in Erstfeld und jetzt der Wechsel nachher in die Regierung. Ist das wahrscheinlich nicht leicht gefallen, oder? Nein, also das war ein grosser Schritt. Selbstverständlich. Ich bin seit ich 20 bin in der Politik. Ja. Es war für mich immer etwas Faszinierendes gewesen. Ich bin dranbleiben und irgendwann habe ich die Tiere offen gesehen Richtung Regierungsrat und da ist es darum gegangen zu entscheiden, welchen Weg geht man. Ja. Ich habe mich mit der Familie selbstverständlich zusammen Schluss aller Ends entschieden, den Weg zu probieren. Ich bereue es allerdings nicht. Ich wollte gerade fragen, ganz ehrlich, anders hat. Aber hast du auch schon einen Moment gehabt, gedacht, hast du das keine Zeug? Also, hast du in deinem Betrieb machen können, was du willst, und da hast du jetzt Parteien und Interessen.
Hast du auch schon mal gesagt, hey, nein? Ja, also selbstverständlich. Es gibt schon Sachen, die man vermisst. Ja. Wir haben noch ein bisschen Landwirtschaft. Das ist etwas, was mir noch entgegenkommt. Zu arbeiten mit den Tieren in der Natur und so weiter, das ist natürlich nicht mehr gleich erlebbar im jetzigen Job. Obwohl auch gewisse Teile bei meiner Direktion sind in diesem Bereich. Und das hilft mir zwischendurch noch, das zu verstehen. Wie alt sind die Kinder eigentlich? Ja, die Jüngste wird 18. Die Älteste hat Jahrgang 01. Also so klein sind sie nicht mehr. Ja, ja. Das kommt mir auch entgegen, weil also wenn sie kleiner gewesen wären, hätte ich mir das, ja, das nicht können vorstellen. Und ich hätte es auch nicht wollen, weil die Familie ist mir sehr wichtig. Also sie haben das alles auch noch erlebt natürlich, oder? Und haben es nicht okay, spannend. Ja. Wenn wir das mal einlösen, was wir eigentlich gesagt haben, dass du das Thema selber hast, wäre nicht, dass wir das auferlegen. Du hast vor dir vier Themen, und zwar Verkehr, Uri International, Wirtschaftsstandort Uri und Bildung. Und du kannst sagen, welches du gerne würdest nehmen. Ich wähle Wirtschaftsstandort Uri. Sehr gut, bin ich froh, glaube ich, das Thema ist noch nie gewählt worden heute. Genau. Vor uns liegt nämlich eine Karte, und das habe ich sehr spannend gefunden. Das ist Untersuchung von BAK Basel, ein Forschungsunternehmen. Und die haben ganz Europa verglichen, wie erreichbar, global erreichbar, dass die Region ist. Und Uri gehört da wirklich zu den top erreichbaren Orten. Also besser als der grösste Teil von Italien, von Frankreich, als fast ganz Österreich. Was sagst du dazu, wie du das siehst? Ja, es erstaunt mich nicht. Wir sind da zwei internationale Verkehrsstränge mit Schienen und Bahn. Wir haben unter anderem Zugang über den einzigen ganzjährigen Verkehrsstrang West-Ost in den Alpen. Und Flughafen ist ja relativ nah. Also das ist für mich nicht erstaunlich. Ja, ich finde es auch, oder? Und ich meine, spannend, eben, die Rahmenbedingungen stimmen ja auch. Also ich meine, die Steuern sind gut, auch für juristische Personen. Die Regierung ist pragmatisch. Eben, manchmal haben wir das Gefühl, Uri sei zu weit weg, aber da sehen wir uns auch nicht. Was ist denn das Problem? Warum kommen nicht mehr Unternehmen auf Uri? Also zuerst dürfen wir den Fokus nicht nur auf Uri legen, wenn man von der Erschließung reden will. Zug, jetzt Tessin, Luzern, das entwickelt sich sehr stark. Die Zentralschweiz ist eine sehr dynamische Region, wenn ich das empfinde. Kanton Uri, da müssen wir uns noch ein bisschen bewegen, selbstverständlich. Ich könnte mir noch vorstellen, dass zum Teil die Arbeitskräfte in gewissen Bereichen fehlen und das noch ein bisschen hinderlich ist, wenn es darum geht, Unternehmen anzusiedeln. Aber ich sehe dort eine Zunahme in diesem Bereich, und das hat beispielsweise im Kantonsbahnhof zu tun, weil die Erreichbarkeit steigt sehr gut. Bis findet man noch gewisse Probleme nicht, wo vielleicht in anderen Bereichen Zug und so weiter bereits schon spürbar sind. Und ich glaube fest daran, wir haben eine gute Zukunft, wir haben ein bisschen etwas zu bieten. Wir sind gerade am Kantonsbahnhof, oder? Wenn du jetzt auch könntest wählen, willst du jetzt lieber, dass Leute hierher kommen gehen leben oder dass sie nur arbeiten können? Oder willst du am liebsten beides? Ja, beides. Also mein Ziel generell ist Kanton Uri. Wir wollen einen guten Kanton zum Leben und zu arbeiten. Und überall sind es selbstverständlich für unsere Leute Arbeitsplätze im Kanton Uri zu finden, Bevölkerung vor Ort Arbeit finden tut. Das ist natürlich sehr ein hohes Ziel. Und wenn du das Areal da anschaust, auch weiterhin beim Bahnhof, wie soll sich das entwickeln, wenn du jetzt mal 20 Jahre vorwärts schaust? Soll das da mehr in die Höhe gehen? Soll ein Unternehmen kommen? Oder was ist deine Vision für das Areal? Also meine Vision ist, man sieht die Entwicklung zu Bellinzona, die stattgefunden hat aufgrund von der NEAD und so weiter. Und unser Ziel ist ein bisschen genug Geduld zu haben als Unternehmer, das findet, was sie suchen. Vielleicht, und das ist absehbar, gibt es Unternehmen und Unternehmer, die zuerst Strukturen müssen schaffen oder auch arbeiten. Das heisst, es braucht eine gewisse Grundausrüstung, dass nachher ein Unternehmen ankommen. Die müssen kennen, Büroräumlichkeiten mieten. Vielleicht braucht es Unterkünfte, um das Licken zu übernachten. Mhm. Es braucht einen Restaurationsbetrieb. Erholen und Arbeit ist schon ein Thema, das eingeflacht muss werden. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg, auch wenn die Entwicklung nicht ganz so schnell vorwärts gegangen ist, wenn wir uns das erhofft haben. Kommt das selber oder muss das der Kanton steuern? Muss er da? Das müssen wir auf allen Seiten und über alle Kanäle unterstützen. Ja. Auch wenn wir wissen, der Entscheid fällt zuletzt anders. Aber es ist wichtig, dass wir unsere Trimpf und unsere Vorteile können führen streichen. Wir haben verschiedene Instrumente für das und es zeigt sich auch Erfolg, weil wir stehen da in einem Gebäude, das es zeigt. Wir haben Innovationsbetriebe da, die vorher
nicht im Kontinuierlich sind. Wir sind im Innovationsbiotop, das kann man auch mal, ja, kann man sagen, oder? Auch die UKB ist da. Jetzt kannst du mir vielleicht noch rasch helfen. Du hast vorhin Bellinzona erwähnt. Das klingt, also Bellinzona ist ein Vorbild für dich in dem Fall. Ich kenne Bellinzona gar nicht so gut. Was haben denn die, was ist dort, was haben die gut gemacht? Oder was sind die in dem Fall sehr gewachsen? Oder? Die sind sehr stark gewachsen in der wirtschaftlichen Entwicklung, aber auch bevölkerungsmässig. Und das schon hauptsächlich aufgrund von der NEAT mit der frischen Schließung. Sehr schnell in Zentren und so weiter. Und es ist klar, die gleiche Entwicklung können wir nicht kopieren, aber in die Richtung wird es gehen. Mhm. Genau. Wir sind noch gar nicht in den Sinn gekommen, wo wir vorher geredet haben, um Leute anzubringen. Ich finde das spannend, bei uns hat letztens ein Unternehmer gesagt, es sei einfacher, Franzosen, Deutsche und Italiener auf Uri zu bringen, als Zürcherinnen, Luzerner und Aargauerinnen. Was sagst du dazu? Wieso ist das so? Das habe ich auch schon gehört. Vielleicht... Das ist ja hinterher, dass die eigenen Leute Qualitäten nicht sehen, wie auch immer. Aber es zeigt auch, dass wir die Welt offen sind und eben auch die Leute willkommen heißen, die uns nützen, dieser wirtschaftlichen Entwicklung, woher auch immer sie kommen. Das ist aber ein spannendes Thema, wie man gesehen von Wachstum, Möglichkeiten. Ich meine, das Tal ist auch eng und so und man gehört auch, also man spürt ein bisschen in der Politik, man hat Angst, man hat dichten Stress, es kommen Initiativen auf uns zu, die eigentlich die Bevölkerung begrenzen will. Wie begegnest du dem? Also erstens müssen wir auf jeden Fall die Bedenken ernst nehmen, weil die sind ja nicht ganz unbegründet und wir müssen super trennen zwischen der Zuwanderung aufgrund dessen, dass wir die Entwicklung, die wirtschaftliche Entwicklung müssen unterstützen und der Zuwanderung, die über zu Silos in die Schweiz hineinkommt. Oder? Und ich glaube schon, und das merken wir auch, wir haben aber auch Leute aus der Zentralschweiz, die es nicht mehr vermögen, in den Zentren Wohnräume zu finden oder Eigentum zu erwerben beispielsweise. Und die suchen nachher etwas, wo sie ihre Träume verwirklichen können und dann ein Stück in die Hand bieten. Also die sollen dann vorkommen. Also da ist Uri immer am besten. Also wenn du alle Abgaben anschaust, dann bleibt eigentlich im Kanton Uri am Schluss am meisten noch im Portemonnaie. Ich habe noch etwas, das, du jetzt, ich habe eine ganz wichtige Aussage gefunden. Du hast gesagt, man muss genau differenzieren zwischen dem Asylgesetz, zwischen dem Asylrecht und zwischen Zuwanderung letztlich in Arbeitsmarkt via Kontingent und Personenfreizügigkeit. Ist das etwas, wo jetzt eben auch die CVP, die Mitte oder auch die FDP und die GLP zu wenig machen? Ich glaube, wenn wir jetzt in dieser ganzen Diskussion, das Thema ist eigentlich von der SVP gepachtet, oder? Und sie machen das sehr gut, sie sprechen das an. Ist das etwas, wo du dir von der Mitte-Partei mehr wünschst? Ja, also zuerst auf jeden Fall, das wäre, wenn wir es jetzt gesamtschweizerisch anschaut, natürlich etwas vom Wichtigsten, dass man dieses Verhältnis mit der EU regelt, weil das ist etwas, was hinderlich ist, das sieht man länger sie mehr. Mhm. Und dann müssen wir eine Lesung haben, über kurz und lang, weil das wirtschaftliche Gedeihen hängt halt schon im Wesentlichen davon ab. Also wenn man miteinander auskommt, gut kann miteinander wirtschaften, das als Grundlage. Und die Zuwanderung von Fachkräften steht man natürlich über die wirtschaftliche Prosperität und das Wachstum, oder? Und wenn wir das abwürgen, nur was wir weniger Zuwanderung haben, ist ja das schon in Frage zu stellen. Ja, das ist genau die richtige Frage. Aber vorhin hast du gesagt, wir sind im internationalen Handel und wir sind auch ein bisschen bei der Weltoffenheit. Ich habe gesehen, auf Smartvote im Internet hast du ausgefüllt, dass du eher gegen ein Freihandelsabkommen mit den USA bist. Und das ist auch noch mit inklusive mit der Landwirtschaft. Ist die Landwirtschaft das, was das ausmacht? Oder bist du allgemein bist du gegen ein Freihandelsabkommen mit den USA? Nein, ich sehe die Entwicklung. Ich meine, das Thema ist schon seit etwa 20 Jahren besetzt, oder? Und ich glaube einfach nicht daran, dass die Landwirtschaft der Hinderungsgrund ist. Es ist irgendwie ganz gescheitert. Es ist, glaube ich, noch nicht ganz auf das, nicht nur auf das zurückzuführen. Punkt, als Banken, du hast gesagt, ich mache keins ohne Landwirtschaft. Genau, ja. Aber ja, genau. Und, ja. Aber es hat andere Hinderungsgründe auch noch gehabt. Von dem bin ich fest überzeugt, dass man sich dort nicht gefunden hat. So Freihandelsabkommen, das aktuell ist, gerade wieder Kanada mit Großbritannien, wo quasi unter dem Titel Landwirtschaft gescheitert ist. Aber man soll sehen, bei der Landwirtschaft, da steht natürlich die Nahrungsmittelindustrie, Detailhandel und dahinter, wo nachher natürlich eine Öffnung geschrieben und unterworfen sind. Aber wieso bist du denn dagegen? Ich bin dort skeptisch, weil mindestens nach meinem Empfinden man jetzt noch wieder weg von einem Nenner ist, wo irgendeinem Ort einen Ausgleich schafft zwischen den Interessen zwischen den beiden Ländern. Und aber das du bist nicht aber generell gegen freien Handel? Du... Überhaupt nicht. Ja. Nein. Aber es braucht irgendwie schon ein Gleichgewicht zwischen den Lasten, die man eingeht, aber auch den Gewinn, den man finden kann.
Also wir haben einen Haufen Freihandelsabkommen in der Schweiz, mhm, oder mit verschiedenen Ländern, und die sind natürlich auch für Prosperität sehr wichtig. Ja, wir kommen, vom Export her von der IAZ. Genau, grundsätzlich sagen, bin ich überhaupt nicht dagegen. Sondern abgesehen von dem, Freihandelsabkommen ist fast der Weg, wo Globalisierung ein Stück weit ersetzt, weil wenn es nicht funktioniert, dass man sich über die Länder hinweg kann einigen, über Spielregeln, die man, mhm, will halten, das ist es der einzige Weg. Und die Schweiz ist auf das angewiesen, ist klar. Also anstatt multilaterale, halt eben in dem Sinne bilaterale oder mit grösseren Verbünden Freihandelsabkommen. Genau. Ja. Einfach nicht, ja, das mit den USA. Ja, also ich sehe, ja, nein, ich sehe jetzt im Moment nicht den Interessensabgleich, dass das irgendwie zusammenkommt, oder? Und es geht weit nicht nur um die Landwirtschaft. Und ja, darum habe ich dort einen Zweifel. Hast du noch ein bisschen, wir, ja, würden das natürlich uns wünschen, oder? Ich meine, die USA ist als einziges Land, wenn man die EU nicht das Ganze nimmt, der grösste Handelspartner der Schweiz, ja, so muss man sagen. Ja. Genau. Ja, also abgesehen von dem, wenn wir vom Wirtschaftsstandort reden, ja, oder reden wir von Investitionen, wir reden von Andermatt, wir reden, ja, von anderen grossen Investitionen, die ich zum Teil begleiten darf. Ja. Wir reden von Whale Resort, wo offenbar gesehen hat, dass man da könnte investieren, ja, und das macht uns ein bisschen stolz, weil das zeigt, dass wir ganz alles nicht falsch gemacht haben. Das hat eine enorme Bedeutung, ja, also, ja, für die ganze Region. Ja. Auf jeden Fall. Und da ein bisschen weiterdenken, ein bisschen breiter aufgestellt sein, ist wichtig. Ja. Wunderbar. Ja, ich glaube, der wünschen wir dir wirklich auch den Schnuff weiterhin für den Kanton Uri. Und wünschen dir natürlich ganz, ganz viel Erfolg weiterhin und auch einen guten Wahlkampf. Wir sind natürlich gespannt, wie das da im Kanton Uri rauskommt, und sind froh um einen starken Kanton, der eben auch die Chancen nutzt. Wir haben ein paar Sachen angesprochen und eben halt auch langfristig weiterhin noch wird erfolgreicher sein, als wir heute schon sind. Und wir lassen dich natürlich nicht mit leeren Händen gehen. Genau. Wir nehmen unser IAZ-Sackmesser für dich dabei. Kanton Schweiz natürlich. Genau, das, wenn du zu Berg gehst, kann man immer gut brauchen. Genau. Jawohl. Genau. Und ich wünsche mir dir auch von meiner Seite sehr, sehr viel Erfolg für den harten Wahlkampf, spannenden Wahlkampf. Und man sieht sich sicher wieder mal. Ja, vielen Dank für den Austausch.